Herr Präsident, meine Damen und Herren, die EU-Handelskommissarin Malmström hat unlängst auf einer Pressekonferenz zum Freihandelsabkommen TTIP gesagt, dass es Kritikerinnen und Kritiker am Freihandelsabkommen gäbe, die durch keine Argumente zu überzeugen seien, dass TTIP gut sei, selbst wenn sie ihnen allen ein Eis spendieren würde. Insofern schlage ich vor, dass der Kollege Buchner, von mir aus rechts hinter mir, für die Berliner SPD ein Eis für jeden und jede Genossin anfordert, denn der vorgelegte Antrag, den wir Ihnen heute vorlegen, ist ein Beschluss des SPD-Landesparteitages vom 13. Juni diesen Jahres. Und er fordert ganz klar, CETA in den Ratifizierungsverhandlungen abzulehnen, die TTIP-Verhandlungen abzubrechen und auch die TISA-Verhandlungen, sich dafür einzusetzen, die europäische Bürgerinitiative Stopp TTIP zuzulassen und letztlich, und das ist ein entscheidender Punkt, wie ich finde, ein neues und transparentes Verhandlungsmandat zu erstellen, wo es um soziale und ökologische Mindeststandards für einen Handel innerhalb der WTO geht. Also letztlich um eine gerechte Weltwirtschaftsordnung. Auf den Punkt komme ich gerne zurück. Die Kritikpunkte an TTIP, aber auch an CETA und TISA sind klar. Es handelt sich hier um Geheimverhandlungen, nach wie vor. Auch wenn das Mandat inzwischen offengelegt wurde. Der Großteil der Verhandlungen findet hinter verschlossenen Türen statt. Und selbst die Vertreterinnen und Vertreter der NGOs sagen, dass das, was sie hinterher in den Beratungsrunden erfahren, das steht auch alles in der Zeitung. Also sie haben keine wirklichen Informationen, während die Lobbyisten der Industrie, den Verhandlern in den USA und auch leider der EU-Kommission auf den Schoß sitzen. Eins. Zweiter Kritikpunkt, das Investor-Streitregelungsverfahren ISDS und selbst der letzte Vorschlag von Kommissarin Malmström, hier einen Handelsgerichtshof einzuführen, ist doch ein absurder Vorschlag. Diese Investorenschutzregelung wurde mal eingeführt 1957 in einem Freihandelsabkommen der damaligen Bundesrepublik mit Pakistan, weil es Sorgen gab, dass es in Pakistan kein ordentliches Rechtssystem gibt. Diese Sorge, die stellt sich doch nicht, wenn wir über ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA reden, oder? Insofern, da ist der ordentliche Gerichtsweg einzuschlagen und keine Sondergerichte. Es geht um regulatorische Regelungen. Regelungen, die gewählte Parlamente entmachten, weil jede Regelung vorher vorzulegen ist, ob sie denn den Interessen der Investoren genügt. Um die Liberalisierung öffentlicher Dienstleistungen, ein Thema, mit dem wir hier in Berlin geschlagen sind, ich sage mal Wasser- und S-Bahn. Es geht darum, dass ACTA durch die Hintertür wiederkommt, weil es um Urheberrechtsregelungen auch geht. Es geht darum, dass Verbraucherschutz flöten geht. Es geht um Regulierung der Finanzmärkte. Und ja, das mal ein Punkt, wo die USA uns weit voraus sind. Aber die amerikanischen Banken sind deshalb sehr für TTIP, weil sie diese Regelungen loswerden wollen. Es geht um die ILO-Kernarbeitsnorm, also um den Kern des europäischen Tarifrechts, um das Recht, sich in Gewerkschaften zu organisieren und gemeinsam Tarifverträge abzuschließen. Es geht um Kulturförderung, Buchpreisbindung, die in Gefahr sind. Und bilaterale Freihandelsabkommen verstärken die Armut des globalen Südens. Und wir hatten unlängst eine Debatte auch zu Flüchtlingen und der Kollege von der CDU hat zu Recht aus meiner Sicht darauf hingewiesen, dass es darum geht, Fluchtursachen zu bekämpfen. Wenn es darum geht, Fluchtursachen zu bekämpfen, dann müssen wir in der Tat diese bilateralen Freihandelsabkommen ablehnen und für eine gerechte Weltwirtschaftsordnung sorgen, damit die Menschen dort, wo sie zu Hause sind, eine Perspektive haben. Gegen TTIP gibt es Protest in ganz Europa. Bis heute haben 2.854.658 Menschen die selbstorganisierte Bürgerinitiative unterschrieben, viele in Berlin. Ich denke, diesen Protest müssen wir ernst nehmen. Es gibt übrigens am 10.10. in Berlin auch eine Demo gegen die geplanten Freihandelsabkommen. Und ich habe auch erfreut zur Kenntnis genommen, dass auch die Berliner SPD aufgerufen hat, an dieser Demo teilzunehmen. Wir brauchen die Debatte zu den Freihandelsabkommen, auch hier im Parlament. Und es geht nicht nur, wie gesagt, um TTIP, sondern auch um das bereits fertig verhandelte Freihandelsabkommen mit Kanada, CETA, und auch um TISA, aus dem Uruguay übrigens jetzt eines der ersten Länder aus den Verhandlungen ausgeschieden ist. Die Bundeskanzlerin macht Druck, die Verhandlungen so schnell als möglich abzuschließen.
Also ich finde, es ist Zeit, dass auch das Berliner Parlament sich zu einer Position verständigt. Insofern war der Landesparteitagsbeschluss der SPD für uns eine gute Grundlage, hier im Parlament zu diskutieren. Vielen Dank.